Vielleicht fragst du dich gerade so, was ich hier mache. Ja, ich habe gerade meinen ersten Podcast aufgenommen und das war voll aufregend für mich. Ja, ich wusste gar nicht genau irgendwie, mache ich das Richtige, mache ich es gut, mache ich es spannend. Keine Ahnung, ich weiß es immer noch nicht, aber es hat sich gut angefühlt auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich auch direkt mit dir sprechen über ein bestimmtes Thema, weil oftmals fangen wir nicht an, und vielleicht kennst du das auch, oftmals fangen wir nicht an, weil wir immer auf den richtigen Moment warten. Ja? Ich hätte auch jetzt irgendwie voll lange überlegen können, so, ist das jetzt das richtige Setting, was erzähle ich da überhaupt und bla bla bla, und ist der Witz gut, ist der Witz schlecht, keine Ahnung. Ja? Aber ich kann das nicht so gut. Ja, ich kann nicht irgendwie, ich kann mich nicht jetzt irgendwie so voll lange darauf vorbereiten und dann irgendwann erst das Ding raushauen. Ich habe es einfach gemacht. Und das musst du auch. Einfach Dinge tun. Ich meine, wann weißt du, ob etwas gut ist oder schlecht ist? Du weißt es erst dann, wenn du es gemacht hast. Du weißt erst dann, ob etwas gut ist oder schlecht ist oder ob etwas für dich gut ist oder für dich schlecht ist, wenn du es gemacht hast. Und oftmals machen wir es nicht, weil wir, keine Ahnung, weil wir warten. Wir warten so auf den richtigen Zeitpunkt, wir warten auf den richtigen Moment, wir warten auf, dass alles perfekt irgendwie ist. Aber nichts ist perfekt. Im Leben ist nichts perfekt. Kein Mensch ist perfekt. Du bist nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Es geht nicht darum, dass etwas perfekt ist. Es geht darum, dass etwas echt ist. Es geht mir darum, dass du echt bist. Mit all deinen Fehlern, mit all den Dingen, die du hast, all deinen Stärken, all deinen Schwächen. Weil genau das macht dich einzigartig. Und ich rede jetzt hier von diesem Ding, von diesem Projekt, aber ich denke an dich. Denk du auch an dein Leben. Was sind Dinge, die du machen willst? Vielleicht hast du dir schon lange vorgenommen, einen Menschen anzusprechen oder etwas zu klären. Oder du wolltest dich hier oder da mal anmelden. Oder du wolltest vielleicht eine Bewerbung schreiben. Oder du wolltest vielleicht irgendwie für ein bestimmtes Projekt lernen. Oder. Es gibt viele Dinge, die wir anpacken wollen, aber auf die wir immer wieder weiter aufschieben. Und ich möchte nur sagen, mach es einfach. Tu es einfach. Warte nicht auf irgendwann. Wir warten immer auf irgendwann und es gibt Menschen, die haben auf irgendwann gewartet, aber dieses Irgendwann, das kam gar nicht mehr in ihr Leben. Dieses Irgendwann, das ist nicht sicher, dass es kommt. Und wenn wir sagen, irgendwann, wenn Freunde von dir sagen, irgendwann machen wir das, dann was heißt irgendwann? Heißt irgendwann morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren? Wenn wir ständig sagen, irgendwann mache ich das, dann schieben wir es immer weiter auf. Wir sagen, irgendwann werde ich es ihm sagen. Irgendwann werde ich diesen Brief abschicken. Irgendwann werde ich mich bewerben. Ja, irgendwann fange ich an. Mach es einfach. Probier es einfach. Du musst nicht perfekt sein. Du musst einfach nur echt sein. Und hab keine Angst, bitte. Hab keine Angst. Du weißt ja, dass Angst hier oben entsteht, aber Mut auch hier oben entsteht. Und ich bin so ein Typ, ich habe es einfach hier probiert. Und ich weiß, dass Menschen sagen werden so, hey, cool, gut. Und ich weiß, dass Menschen sagen werden so, nicht schön. Ja, ist okay. Es ist immer so. Es wird immer so sein. Wenn du etwas Besonderes leisten möchtest, ja, wenn du irgendwie etwas tun möchtest, wenn du dich überwinden möchtest, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, dann kann ich dir eins sagen, es wird immer Menschen geben, die das feiern werden, aber es wird auch immer Menschen geben, die das nicht feiern werden. Es wird immer Menschen geben, die sagen so, was macht der da, was macht sie da? Aber hab keine Angst vor diesen Menschen. Lass diese Menschen nicht gewinnen. Lass diese Menschen nicht Einfluss nehmen auf dein Leben, auf dein Handeln. Manchmal musst du nicht auf diese Menschen achten, sondern sagen, ey, ich fühle es, ich möchte es machen, ich mach's einfach. Und das Schöne ist, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn ich etwas mache und dann Menschen zu mir plötzlich sagen, so, ey, warum machst du das, was soll das und so, komisch, dann weiß ich vielleicht auch, diese Menschen sind nichts für mich. Und manchmal ist es traurig und manchmal ist es auch hart und manchmal ist es auch nicht schön, weißt du? Aber oftmals ist es für mich lehrreich. Wenn ich diesen Podcast irgendwann jetzt bringe, dann wird es Menschen geben, die sagen, komisch, gefällt mir nicht. Ja, ist okay, ist deine Meinung, alles okay. Aber für mich fühlt es sich richtig an. Und bei dir muss es genauso sein. Es muss sich für dich richtig anfühlen. Und lass uns bitte nicht auf irgendwann warten. Tanze, solange die Musik noch spielt. Das ist so ein Sprichwort. Ich liebe dieses Sprichwort. Tanze, solange die Musik noch spielt. Und unsere Musik, deine Musik, meine Musik, diese Musik, die spielt genau jetzt. Kannst du sie hören?
Ich höre unsere Musik auf jeden Fall. Jai Ho! Jai Ho! Ja, ich höre die Musik. Und ich denke immer wieder an dieses Sprichwort. Tanze, solange die Musik noch spielt. Deswegen müssen wir jetzt tanzen. Deswegen müssen wir jetzt tun. Deswegen müssen wir jetzt machen. Mach's einfach. Und danach kannst du immer noch sagen, okay, hat sich gut angefühlt, hat sich nicht gut angefühlt. Hätte ich diesen Podcast aufgenommen und hätte ich danach irgendwie gedacht, so, boah, nee, ich hätte mich irgendwie komisch gefühlt dabei oder das ist nicht meins oder ich fühle mich unwohl, dann kann ich es auch sein lassen. Aber zumindest weiß ich, dann habe ich dann Gewissheit darüber. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Du musst Dinge einfach mal tun. Vielleicht kannst du dir einfach mal, so mache ich es zumindest immer, aufschreiben. Das war gutes Deutsch, ne? Vielleicht kannst du dir einfach mal aufschreiben, Dinge, die du tun möchtest. Dinge, die du unbedingt tun möchtest. Und dann schreib dir genau daneben vielleicht, wann du sie machen möchtest. Warte nicht. Schreib nicht irgendwann oder sowas. Schreib ganz konkret auf, was du machen möchtest. Und bei jeder Sache und bei jedem Weg ist es so, dass du den ersten Schritt machen musst. Es geht immer nur Schritt für Schritt in jeder Sache. Weißt du, ich musste Schritt für Schritt all die Dinge irgendwie kaufen hier so. Ich musste sparen, dass ich mir irgendwie das Mikro gekauft habe, so ein Licht gekauft habe, so ein Pult oder so dieses Ding hier einfach mal. Also, aber Step by Step. Man kann nicht alles auf einmal holen irgendwie, sondern man muss Step by Step einfach denken so. Und genauso ist es auch auf deinem Weg, auf deinen Wegen. So, dass du einfach nur denkst, was ist der erste Schritt, den ich machen muss? Weil der erste Schritt, den du machen musst, das ist ein ganz, ganz kleiner Schritt meistens. Der erste Schritt, den du machen musst auf deinem Weg, zu deinem Ziel, das kann eine Kleinigkeit sein. Das kann vielleicht ein Anruf sein. Oder eine E-Mail. Oder ein Brief. Oder ein Treffen. Oder, ne? Oder eine WhatsApp. Was weiß ich. Eine Nachricht. Was weiß ich. Der erste Schritt ist immer richtig, richtig klein. Und der zweite Schritt ist auch klein. Aber weißt du, wir gehen diese Wege nicht, weil wir denken so, oh, was muss ich alles machen? Weißt du, hätte ich mir jetzt überlegt, irgendwie so, boah, was muss ich machen? Ich muss das machen, das kaufen und hier haben und das machen und so machen und Zeit und da. Hätte ich an all diese ganzen Schritte gedacht, hätte ich niemals diesen Podcast aufgenommen. Aber ich habe nur an einen Schritt nach dem anderen gedacht. Okay, wie soll der Podcast heißen? Was brauche ich dafür? Was muss ich sparen dafür? Wann mache ich das Ganze? Aber nicht alles auf einmal, immer Step by Step. Und so musst du es auch machen, in jeder Sache, die du machst. Schreib dir einfach die nächsten Schritte auf. Also wenn du es wirklich aufschreibst, dann schreib dir auf, was möchtest du machen, was sind deine Ziele, was sind deine Projekte, deine Träume vielleicht. Und dann schreib dir daneben einfach auf, was ist der nächste Schritt, den du machen musst, auf dem Weg dorthin. Ja, du musst immer mit einer kleinen, also wenn einer Fußballer werden will, dann muss er vielleicht, dann ist der erste Schritt vielleicht, sich einen Fußball zu kaufen und im Hinterhof mal so ein bisschen den Ball hochzuhalten. Oder vielleicht ist der erste Schritt, sich im Fußballverein anzumelden. Oder. Oder sich Fußballschuhe zu kaufen. Oder was weiß ich. Aber Träume bleiben immer Träume, wenn wir nicht wissen, was der nächste Schritt ist. Träume bleiben immer Träume, wenn du nicht weißt, was der nächste Schritt ist. Ich weiß in all den Dingen, die ich machen will, nicht in allen Dingen, aber in den meisten Dingen, was der nächste Schritt sein wird. Und deswegen ist es logisch, dass gewisse Dinge immer weiter vorankommen, weil ich genau weiß, okay, der nächste Schritt ist das und ich weiß, der übernächste Schritt wird das sein, wenn das funktioniert mit dem nächsten Schritt. Und genauso muss es auch angehen. Aber mach's einfach. Weißt du, in dir schlummern so viele Dinge, so viele Talente. In dir schlummern so viele Ideen schlummern in dir. So viele Visionen. Du hast eine Sicht auf die Welt, die kein anderer hat. Du siehst Dinge, die kein anderer sieht. Wenn du mir etwas beschreibst, dann habe ich da nie darüber nachgedacht vielleicht. Du kannst meine Augen öffnen. Und wenn du meine Augen öffnen kannst, kannst du die Augen von vielen, vielen Menschen öffnen. Egal, was du machen möchtest. Du hast so viel in dir. Und es wäre so schade, wenn du das nicht nutzt. Es wäre so schade, wenn du es für dich behalten würdest. Das wäre so schade. Nicht nur für dich, auch für mich, auch für die ganze Welt. Weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wenn jeder das machen würde, die Dinge tun würde, die er machen möchte, die er auf seinem Herzen hat, dann wird die Welt ein wirklich, wirklich schöner Ort. Deswegen behalt nicht alles in dir, behalt nicht alles bei dir, behalt nicht alles für dich. Mach's einfach. Keiner ist perfekt. Keiner ist perfekt, aber du bist echt, ich bin echt. Und das wollen die Menschen sehen. Und egal, was du tust, denk dran, es wird immer Menschen geben, die nicht klarkommen. Aber nicht jeder wird dich mögen. Und genau das hat nichts mit dir zu tun. Weil die Menschen, die dich haten, die dich runterziehen, die schlecht über dich sprechen, die haten sich selbst, die sprechen schlecht über sich selbst. Die sagen, es wird schwierig für dich. Ja, es wird schwierig für sie, haben die gesagt.
die sagen, du schaffst das nicht, die sagen eigentlich, ich schaff das nicht. Denn die sehen das in dir, was sie fühlen. Du bist ein Spiegel für diese Menschen. Deswegen hör nicht auf diese Menschen und deswegen war es mir so wichtig, dir das zu sagen jetzt, weil ich es gerade gefühlt habe. Ich habe gerade gefühlt, es wäre so schön, wenn du einfach loslegst, wenn du einfach machst. Wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, was der erste Schritt auf diesem Weg ist. Wenn du anfängst, deinen Traum zu leben. Denn das hast du verdient. Leb deinen Traum. Leb deinen Traum und ich stehe auf jeden Fall hinter dir und ich freue mich, egal was du vorhast, ich freue mich schon darauf und ich freue mich, dass du diesen Weg gehst, dass du deinen Weg gehst. Und dein Weg, der entsteht dadurch, dass du ihn einfach gehst. Und wenn du mich gefühlt hast und wenn du das Video gefühlt hast, die Botschaft gefühlt hast, gib mir noch einen Daumen nach oben, dann schaue ich mir das an. Ich freue mich jedes Mal, ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Also mach das ruhig, klick ruhig mal rein, ja, tu es einfach und abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. Das haben auch viel zu wenig Leute gemacht, was auch echt traurig und schade ist manchmal. Manchmal sehe ich so diese Statistiken bei YouTube und denke mir so, schade, dass eigentlich so viele Menschen sich die Videos anschauen, aber so wenig Leute irgendwie die Glocke aktiviert haben oder abonniert haben. Deswegen, wenn du es nicht gemacht hast, mach das doch bitte. Das wäre eine riesen, riesen Freude für mich. Ich schaue es mir wirklich jeden Tag an und wenn du es machst, dann wäre ich dir sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Also mach's einfach, geh deinen Weg, leb deinen Traum, ich stehe hinter dir und bis zum nächsten Video. Dein Björn.